Ja, ein Willkommen, meine lieben Freunde der Unterwasserwelt. Erstmal sorry für eventuell schlechten Sound und die Lichtverhältnisse hier. Ich bin noch immer in Indonesien. Aber mir ist heute auf der Heimfahrt etwas aufgefallen. Diese Gedanken würde ich ganz gerne mal mit euch teilen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr eure Gedanken dazu in die Kommentare packt, wie ihr das Ganze so seht. Was ist passiert? Wir sind heute rausgefahren. Wir wollten extra an diesen Tauchplätzen Napoleonfische und Haie sehen. Die haben nichts davon gesehen. So, jetzt haltet ihr bitte gleich mal das Video an und schreibt mir unten gerne in die Kommentare, wären das dann für euch schlechte Tauchgänge gewesen oder nicht. So, jetzt lassen wir das Video wieder weiterlaufen. Ich sage ganz ehrlich, das sind keine schlechten Tauchgänge. Jetzt ist es allerdings leider so in der Gesellschaft, wenn man nicht das bekommt, was man will, war es eben gleich schlecht. Man will einen Haifisch sehen, man geht hin, wo man eine Chance auf einen Haifisch hat. Und wenn der Haifisch an dem Tag gerade nicht da ist, ist es gleich blöd. Nein, das ist es nicht. Wenn ihr tauchen geht, und ich rede jetzt nicht davon, Käfig tauchen, Haie anfüttern oder sonst was, wirklich da raus, da aufs offene Meer, irgendwo ins Wasser springen und dann einfach abwarten, was kommt. Das ist Abenteuer. Das ist Wildnis. Und das ist einfach die Art von Lifestyle, die ich auch hier auf diesem Kanal betreibe. Wisst ihr, wie oft ich in den See gesprungen bin und einfach gar keine Sicht hatte? Ich tauche nicht, um da draußen jetzt die größten Tiere zu sehen oder die coolsten Tiere oder die kleinsten oder die seltensten. Ja, das ist cool, wenn man die findet, keine Frage, da freue ich mich riesig. Da habe ich auch gutes Material für die Kanäle, kriege hoffentlich ein tolles Bild oder ein tolles Video. Aber der Tauchgang deswegen ist noch lange nicht schlecht gewesen. Und leider, leider, leider ist es immer wieder der Fall, dass man es irgendwo mal hört, ich muss noch das sehen und jetzt habe ich das nicht gesehen und alles ist von aller Wertesten. Ich hoffe, ihr seid nicht so, aber wie gesagt, packt das gerne in die Kommentare, weil das ist einfach, wenn ihr sowas erwartet, dann geht bitte in den Zoo. Dann müsst ihr nicht tauchen gehen. Das ist die Wildnis draußen. Das sind die Tiere, wie sie in ihrer Natur vorkommen. Und die haben eben keinen festen Zeitplan. Ja, wie gesagt, wir hatten trotzdem zwei schöne Tauchgänge heute und ich sehe da halt einfach das Problem in der Gesellschaft. Das kriegt man aber überall mit, auch wenn man die ganzen Streaming-Anbieter anschaut. Man will die Sachen zu dem Zeitpunkt, wo man sie genau das Bedürfnis verspürt, genau umgesetzt zu haben. Das funktioniert da draußen aber nicht. Da hat sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Man hat gewartet, bis ein Film ins Kino kam, man hat gewartet, bis ein Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und dann hat er sich irgendwann schon noch zwischendrin vielleicht die DVD oder noch früher die VHS gekauft. Ja, es kommt raus, wie alt ich bin. Aber beim Tauchen geht das einfach nicht. Es würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie ihr dazu denkt. Seht ihr das auch so? Oder seht ihr es komplett anders? Also ihr könnt das gerne in eure Kommentare unten reinpacken. Ich bin da jederzeit offen. Ich wollte einfach nur mal diese Gedanken mit euch teilen. Ich hoffe aber, dass ihr auf alle Fälle diesem Kanal hier treu bleibt und trotzdem Spaß daran hat, auch wenn wir eben wirklich mit dem leben, was uns die Natur vorsetzt, wie es eben ist. Ein Abenteuer draußen in der Wildnis und somit auch eine gute Flucht aus der Realität, denn die ist leider durchgeplant genug. Da hat jeder von uns einen Terminkalender, der voll genug ist und der sich jede Woche wiederholt. Und genau das ist das Schöne am Tauchen, dass man dem entfliehen kann und sich einfach überraschen lassen kann, was so auf einen zukommt. Wie gesagt, ich melde mich nächste Woche oder übernächste Woche vielmehr wieder, wenn wir wieder in Deutschland sind. Da wird es dann auch wieder Videos und alles geben. Heute einfach mal diese etwas ernsteren Gedanken. Schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt. Und bis zum nächsten Mal. Allzeit gute Luft und ciao.